Software 2019 hier im Headquarter in Bonn. Und neue Technologien kann man auch ganz anders beschreiben, indem wir uns zum Beispiel hier die Edge Cloud ansehen. Hier wurde ein Computer aus einem echten Roboter herausgenommen und eingebaut in einen Telekom-Koffer, der dann anscheinend einen Roboter bedient, der insgesamt 50 Mal pro Sekunde sich bewegt. Und das alles hier mit einem PlayStation-Controller. Und das zeige ich euch jetzt hier gerade live. Jahre 2019 gibt es auch eine tolle Lizenz, nämlich die 5G-Lizenz. Das macht viele Geräte deutlich schneller. Denkt damals an die Fotos, da haben wir noch über Megabytes gesprochen. Dann gab es Videos, da haben wir über Gigabytes gesprochen. Dann gab es Megabytes per Second, Gigabytes per Second, alles von Video bis hin zu Virtual Reality. Und das alles jetzt hier in diesem neuen Jahr 2019. Wir sind gespannt auf die Zukunft der neuen Technologien. Es ist unglaublich, aber an meiner Seite befindet sich das Messegesicht namens 5G, 5G. Stefan, grüß dich erst einmal. Hallo. Schön, dich hier zu sehen. Wir haben heute viele Sachen gehört. Ich will noch eine wichtige Frage herauskristallisieren. Was ist eigentlich der genaue Vorteil von 5G im industriellen Einsatz gegenüber vielleicht 4G oder auch 3G, was wir auch ganz gut kennen? Stefan. Ja, ich denke, ja, wie wir es hier auch zeigen auf dem Stand mit unserer tanzenden Spinne, also dem Hexapod, es geht wirklich um Latenz. 5G bringt wirklich neben der höheren Durchsatz- und Datenrate natürlich einen wesentlichen Unterschied, weil wir industrielle Anwendungen in Echtzeit machen können, Latenzzeiten, die ja, quasi in Echtzeit wirklich runtergehen können, wo man alle Roboter quasi drahtlos steuern kann und dort keinerlei Risiko hat, dass sie runterlaufen, weil die Latenzzeit zu groß wäre. Ich meine, das versuchen wir zu demonstrieren und ich glaube, es kommt gut an. Das ist eine tolle Veranstaltung hier, wir sind sehr froh, dabei zu sein. Das heißt, Klartext, Latenzzeiten heißt, ich kriege alle Aktivitäten und Aktionen fast im Realtime mit 5G. Endlich. Genau. Endlich. Das geht für den Consumer, Gaming. Claudia hat es heute Morgen auch sehr hochgehängt. Für Gaming ist natürlich sehr sinnvoll, aber unsere Ansicht ist, dass 5G gerade im industriellen Umfeld dort den Unterschied machen kann, um eben die, zum Beispiel die Factory, die Fabrik, kabellos hinzukriegen und damit sehr viel größere Flexibilität für die Unternehmen zu bieten, ihre Produktionsstraßen zu konfigurieren, ohne Rücksicht auf die Verkabelung in den Hallen nehmen zu müssen. Eine große Anwendung, das andere ist natürlich, redet autonomes Fahren, wo wir natürlich die Latenzzeit brauchen, um auf kritische Situationen reagieren zu können. Und so weiter und so weiter. Also endless. Aber auch Steuerung, zum Beispiel bei Drohnen, wenn ich nach links drücke, dann muss es auch sofort nach links gehen. Absolut. Gerade bei Flugmanövern unersetzlich. Absolut richtig. Wenn es jetzt über direkte Flugverbindung geht, wäre dann möglich, über ein großes öffentliches Netz zu machen. Auch da laufen auch bei der Telekom Projekte, wo ich weiß, wo in die Richtung vorstellen.